Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bin gerade auf dem Weg zu Uwain, was auch immer das für ein Name ist, um die Mission kurz mal abzugeben. Ja, so, machen wir das. Oh, hallo Sid. Wie läuft die Jagd nach der Bombeasche? Schon erledigt. Schon erledigt. Hier hast du sie. Ich werd verrückt. Und gleich so viel davon. Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Du bist der Größte, Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also gut, dann mal rein in den Alembik damit. Haha, ja, da freut er sich. Ich hoffe, das sind keine leeren Worte, wa? Also, dass das schon immer zu mir stand. Was, ganz cool, man spürt gerade durch den Controller, was er gerade gemacht hat. Nice. Diese kleinen Spielereien, die machen es aus. Ist vollbracht. Der Telamon Alembik. Und er funktioniert genau, wie Mit es gesagt hat. Beeindruckend. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Lass mich doch mal deine Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Hey, geil. Was hast du denn vor? Mehr Trank oder was? Mehr Heiltrank? Nun, ich habe beim Testlauf mit dem Telamon Alembik eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen. Bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Na gut, ein Versuch ist es wert. Meine Rede! Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da! Und? Was sagst du dazu? Die Tasche wirkt zumindest flexibler. Ja, ist sie auch. Ich danke dir, schätze ich. Nein, nein, ich danke dir für deinen tatkräftigen Beitrag zur Wissenschaft. Ohne dich würden Wundermittel wie das, das ich auf deine Tasche gerieben habe, alle unentdeckt bleiben. Kurz gesagt, ich sehe großes Potenzial für mehr Zusammenarbeit. Gut. Das ist doch gut. Und noch ein Level Up. Behandelter Trankbeutel. Inventarvergröße. Das sind doch die Sachen, die wir haben wollen. Sogar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist echt nice. So, jetzt war hier aber... Hier ist noch irgendeine... Ach so. Ah, wir haben neue Post bekommen. Okay, lass das auch mal abchecken kurz. Bevor wir wieder zu Erdo gehen. Wo ist der schnellste Weg? Beides nicht schnell, weil wir so langsam sind. Oh Mann, ey. Na gut, auf jeden Fall. Freunde, gerne weiter supporten das Ganze hier. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sind ja schon... in den 40ern, ich habe keinen blassen Schimmer, wie lange das noch geht, wa? Also, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das geht wirklich noch eine gute Weile. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das so laufen wird. Das Projekt. Aber hier waren wir auch noch nie drin, wa? Ah, geht auch nicht. Bin echt mal gespannt. Echt mal gespannt. Teil hat er auch zerstört? Nicht im Ernst. Weil es ja, wie gesagt, ist ja immer so eine Sache im deutschen Sprachraum. Deswegen mal gucken, ne? So, unter vier Augen. Ich bin auf Ottos Anweisung hier in... Mein Gott. Nochmal, ganz ruhig. Ich bin auf Ottos Anweisung hin die Buchhaltung durchgegangen und habe vielleicht etwas entdeckt, um das du dich vielleicht kümmern solltest. Möglicherweise. Und damit meine ich sofort. Du weißt, wo du mich findest. Nehmen wir einfach mal an. Warum nicht? Die Buchhaltung. Warum fragt er denn nicht Otto?
Auftrag angenommen. Ja. Aber sind das jetzt wirklich alles nur Nebenmissionen? Hier, den wollen wir. Das gar nicht gesehen, da ist ja auch ein Plus. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Danke für deine Hilfe mit Schleder neulich. Leider scheint dem alten Grieskram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Er zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und grummelt in sich hinein. Oder in sich rein. Ich frage mich, ob er nicht noch was anderes auf dem Herzen hatte. Sorry. Boah, da muss ich auch aufschütten. Als nur die Sache mit dem Leder. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas rumort in ihm. Ich weiß, du hast immer gut zu tun, aber wenn du es irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Schledorn gehen und ihn fragen, was los ist? Ja, das auf jeden Fall. Sicher nichts Ernstes. Aber ich sollte trotzdem mit Schledorn reden. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und ich nehme die andere Mission. Ich nehme die jetzt auch mal an. Ein schlechtes Bauchgefühl. Was ist denn jetzt los? Die 10. Wenn der Postmann 10-mal klingelt. Okay, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht als Trophäennamen. Ich feiere das, wenn die immer so Wortspiele machen. Oder so bekannte Sprüche so umwandeln. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ein schlechtes Bauchgefühl. Clive, irgendwas stimmt mit deinem Vierbeiner. Was? Nicht. Komm doch mal zu meinem Bütchen, wann immer es seiner Lordschaft passt. Warum ist... Ach Gott, die kotzt mich so an, oder? Was könnte mit Torgal sein? Auf mich wirkt er eigentlich gesund. Ja, müssen wir auch nachgehen. Aber das ist wieder nur eine normale Mission, weißt du? Oh Mann, ja. Bing, bidi, bing. Schledorn, hast du kurz Zeit? Das habe ich nie. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes? Manchmal hilft es zu reden. August, der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Es ist... Charon hat mir was gezeigt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Was war's? Ein Schwert. Seltsam geformt, mit einer einschneidigen Klinge. Das Metall war nichts Besonderes, aber... meine Fresse. Es war scharf. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen und er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Das beschäftigt dich also? Nein, nein, nein. Es beschäftigt mich nicht. Es ist mehr als das. Es lässt mir keine Ruhe. Wie kriegt man eine Klinge so scharf? Ich drehe noch durch. Und wenn du wüsstest, wie, dann hätten unsere Fluchbrecher bessere Waffen. Genau mein Gedankengang, ja. Ich höre mich mal um. Schärfere Klingen können nie schaden. Und wir wollen ja nicht, dass du noch mehr schlaflose Nächte hast. Du kannst auch nicht anders, was? Aber ich will mich gar nicht beschweren. Viel Glück. Danke. Mal sehen, was Charon über dieses Schwert weiß. Okay, wir müssen jetzt sowieso mit Charon reden. Oder Charon. So oder so. Na gut, egal. Zu deiner Nachricht. Du hast geschrieben, Torgal sei krank. Du kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob er wirklich krank ist. Aber irgendwas stimmt da nicht. Er will seine Leckerlis nicht. Die ausgekochten Knochen aus Mollys Brühe hat er immer geliebt. Und jetzt rührt er sie einfach nicht an. Das ist nicht normal. Deshalb frage ich mich, was mit dem armen Tier los sein könnte. Scheust du ihn zu viel durch die Gegend? Nicht mehr als sonst. Ist es das, Großer? Brauchst du eine Pause? Was ist er nochmal? Ein Frostwolf? Laut Harpokrates, ja. Vielleicht hat es dann irgendetwas mit diesen neuen Kräften zu tun, die in ihm erwacht sind. Das könnte natürlich zusammenhängen. Ich werde mit Harpokrates reden.
Mach das. Wenn jemand was weiß, dann er. Wie geht es dir, Charon? Was willst du? Raus damit! Es geht um dieses Schwert, das du Schledorn gezeigt hast. Einschneidig und extrem scharf. An unserem Schmied hast du wohl einen Narren gefressen. Es geht eher darum, dass er sich in diese Klinge vernarrt hat. Sie scheint ihn verrückt zu machen. Das wundert mich nicht. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent. Und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Also hast du es schon verkauft? An wen denn? Die Namen meiner Kunden behalte ich für mich. Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen, also... Gut. Ich sag's dir. Aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann. Ein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Ich hatte ihm das Schwert in Dalimil verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Ach, und er ist etwas exzentrisch. Also stell dich besser auf Ärger ein. Danke für die Warnung. Okay, ja, wie machen wir das denn? Ja, um Torgel müssen wir uns aber auch kümmern, ey. Wenn wir das jetzt schon angenommen haben und jetzt wissen, worum es geht, jetzt müssen wir das auch machen, oder? Ich denke mal, den einen oder anderen interessiert es bestimmt schon unter euch, was mit Torgal ist, oder? Vielleicht erfahren wir ja nochmal ein bisschen was aber über Kratos. Ich habe eine Frage zu Torgal. Mit ihm stimmt etwas nicht. Ist er etwa krank? Das glaube ich nicht. Aber Charon ist aufgefallen, dass er keinen Appetit hat. Und das gab es bisher noch nie. Angeblich rührt er seine Knochen nicht mehr an. Und wir fragen uns, ob das mit den Ereignissen in Rosalie zu tun haben könnte. Das könnte tatsächlich sein. Ich hätte eine Vermutung. Kanidae fressen vor allem deshalb Knochen, um an das nahrhafte Mark darin zu gelangen. Und ein Frostwolf wird da keine Ausnahme bilden. Es ist jedoch denkbar, dass Torgal schlichtweg das Interesse an unseren Suppenknochen verloren hat. Möglicherweise benötigt er für seine neuen Kräfte andere Nährstoffe als bisher. Dann könnte es nämlich sein, dass die Suppenknochen, die Charon ihm gibt, diesen Bedarf nicht decken. Frostwölfe reißen häufig größeres Wild, dessen Knochen andere Nährstoffe enthalten als die kleinerer Tiere. Es gilt also, einen passenden Ersatz zu finden. Im Osten Rosarias leben gewisse Waisenantilopen, die mehr als doppelt so groß wie ihre kleineren Artgenossen sind. Ich glaube nicht, je welche gesehen zu haben. Kein Wunder. Diese Pflanzenfresser sind sehr scheu. Sie haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen. Wenn ich mich recht entsinne, trug sich die letzte Sichtung nahe Cressida zu. Das ist allerdings schon Ewigkeiten her. Immerhin. Ein guter Anhaltspunkt für die Suche. Weidmanns Heil, Clive. Okay. Das müssen wir machen, oder? Da wollt ihr doch bestimmt doch schon dabei sein. Auch wenn es jetzt nur eine normale Mission ist, oder? Ich meine, es geht um Torgel. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken oder sowas, oder? Ist das Ding? Ich gehe jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zu Gauthier. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Weil ich die Mission jetzt angenommen habe, aber ich glaube, das wird jetzt nicht sonderlich spannend sein. Wahrscheinlich. Hören wir mal kurz rein. Clive, hast du den Brief gekriegt? Darum bin ich hier. Psst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Clive, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich. Ich habe da wohl das ein oder andere übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben.
Ich bringe das alles in Ordnung, versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto, du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir, sondern wendest dich an Clive? Und er soll dir jetzt da also raushelfen. Clive, er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und wem schulden wir was? Ach, nur Martha. Der Madame und auch, Charon. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden drei unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Gil? Ja. Jedem davon. 5. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und da muss mir wohl was entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem, wir müssen lernen, selbst zurechtzukommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring ja auch nur schlappe 1000 Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gautier, warum wohl hat unser Clive jetzt nur 2 Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun, ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein, eher nicht. Okay, die klingt wirklich nicht so geil. Die klingt wirklich nicht so geil. Willkommen beim Stillen Stifter. Willkommen! Hallo! Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Ja, her damit. Viel Glück da draußen, Sid. Wohlhabende Adlige fallen auf. Es dürfte leicht sein, diesen Ignaz zu finden. Die aromatischsten Kräuter und Gewürze! Einfach gegangen. Warte mal, das ist ja wieder eine neue Mission. Nee, Mann. Sorry, keine Zeit jetzt gerade. Drachenfang soll verschwunden sein! Verschwunden. Der ganze Mutterkristall! Weg! Gern geschehen. Hier sind wir richtig. Stell dir nur das Gerede vor. Denk an meinen Ruf. Beruhigt euch, Lord Ignaz. Ich bitte euch. Sonst verrenkt ihr euch am Ende noch was. Verzeihung. Darf ich kurz stören? Hinaus! Sofort! Ich bezahle für alle Zimmer, weil ich meine Ruhe will. Also raus! Ich bitte um Entschuldigung. Erlaubt mir zu erklären. Seine Gnaden steckt gerade in einer misslichen Lage und ein Freund von Überraschungsbesuchen war er ohnehin noch nie. Radim, schmeiß diesen unverschämten Flegel sofort raus! Sofort, wie ihr wünscht, Lord Ignaz. Würdet ihr bitte mit mir hinaustreten?
Ich hoffe, ich habe dir keinen Ärger bereitet. Wie? Ach nein, nein. Dieses Verhalten bin ich von meinem Herrn gewohnt. Allerdings haben die Ereignisse des Tages ihn besonders aufgewühlt. Man hat ihn seines Gepäcks beraubt, müsst ihr wissen. Die Diebe haben außerdem eine beträchtliche Summe Geld erbeutet. Geld, das der Wirt dieser Schenke schon bald sehen möchte. Befand sich unter den gestohlenen Dingen auch eine Waffe? Es geht um ein einschneidiges Schwert. Eine Händlerin, mit der ich befreundet bin, hat es ihm verkauft. Ah, ihr kennt also die Werte Charon. Ja, das Schwert wurde ebenfalls gestohlen. Dann hole ich das Gepäck zurück. Unter einer Bedingung. Was immer ihr verlangt, sofern es in meiner Macht liegt, es euch zu gewähren. Danach möchte ich mit Lord Ignaz sprechen. Ein paar Minuten reichen, dann bin ich wieder weg. Mehr wünscht ihr nicht? Selbstverständlich. Ich werde zusehen, dass er euch empfängt. Weißt du zufällig mehr über diese Diebe? Nicht viel, nein. Allerdings habe ich mich in der Gegend schon etwas umgehört und herausgefunden, wo sie zu finden sein könnten. Am sogenannten Lumpennest. Früher oder später landet angeblich jedes Stück Diebesgut in dieser verrufenen Ecke der Velcroi. Dann versuche ich es da mal. Ich rede in der Zwischenzeit mit Lord Ignaz, damit er zu eurer Rückkehr auf ein Gespräch eingestimmt ist. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Nicht doch. Bitte gebt auf euch Acht. Okay, können wir eine Schnellreise machen? Nimmt sich jetzt von der Distanz wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ja. Komm her, Ambrosia, wo bist du denn, meine Hübsche? Da muss ich direkt an Dinges singen, an One Piece Alabaster Arc mit, oh, wie hieß die Ente? Die Enten waren ja 100 Milliarden Prozent inspiriert von den Chocobos, 100%. Geht nicht, ich kann da nicht rüber. Da ist bestimmt auch so ein Spezialmonster, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Aber wir sind hier schon richtig auf der Seite, wa? Ja, okay. Auch ganz cool, irgendwann mal. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Aber es wäre so krass, wenn One Piece mal ein Spiel bekommen würde, wo so viel Kohle und Mühe drin steckt wie hier dieses. Ich verstehe auch nicht, ich verstehe es alles nicht. One Piece ist einer der größten Marken überhaupt. Hat sich mehr verkauft als Batman, die Bände. Und trotzdem kriegt es nicht annähernd so geilen Scheiß wie Batman zum Beispiel. In Sachen Filme, also real Sachen. Wenn ich mir hier den beschissenen Müll One Piece Trailer reinziehe, von Netflix, passt mir nur an den Kopf. In Sachen Games, Batman 1 Milliarde besser als alle One Piece Spiele, egal welche Spiele. Ich habe viele One Piece Spiele gespielt. Batman ist so viel besser. Weil da einfach viel mehr Kohle und viel mehr Liebe auch reingesteckt wird. Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe das alles nicht. Normalerweise müsstest du die Marke so krass repräsentieren. Wenn die One Piece Games mal so viel Aufwand bekommen würden wie diese hier, das würde sich auch verkaufen bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt die größten Hardcore-Fans sind. Denn ich sag immer wieder, das beste Beispiel ist Witcher 3. Wer kannte vorher bitte Witcher überhaupt? Und geschweige denn, wer hat vorher Witcher 1 und 2 gespielt? Wer? Wer von den über 50 Millionen verkauften Einheiten, die es jetzt mittlerweile hat, wer? Ich sag euch, nicht mal 5 Millionen haben die Leute gespielt. Nicht mal eine Million Leute haben die wahrscheinlich gespielt vorher. Obwohl vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut sich der zweite Teil zum Beispiel verkauft hat. Aber ich glaube, der ist, wenn überhaupt, im einstelligen Millionenbereich hat er sich verkauft. Wenn überhaupt, wahrscheinlich so im niedrigen, würde ich jetzt schätzen. Keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand von euch.
Aber ich sag mal, nicht mal 10% der Leute, die sich den Witcher 3 geholt haben, haben vorher die anderen Spiele gespielt. Warum haben sie aber den dritten Teil gespielt? Weil es ein übertrieben geiles Game ist. Wenn du ein übertrieben geiles Game machst und sich das rumspricht und die Leute anerkennen, dass es ein geiles Spiel ist, dann spielen die Leute das. Das wäre genauso wie bei One Piece, mal davon abgesehen, dass es sowieso Millionen von Fans gibt, die einfach Bock haben auf geile One Piece Games. Ach, aber das ist so eine Sache für sich. Mann, ey. Wenn Square mal so ein machen Gepäck würde. Sein. Aber. Scheint alles noch intakt. Also gut. Zurück nach Dalimil damit. Tja, was soll man machen? Wie ich höre, warst du es, der mein Eigentum von diesen Dieben zurückgeholt hat. Wie ist dein Name, mein Freund? Wyvern. Es ist mir eine Ehre. Was für ein famoser Name. Nun, Wyvern, ich stehe wohl in deiner Schuld. Radim sagte, dass du im Gegenzug nur wünschst, mit mir zu reden. Ist das wahr? Ja, ein wenig eurer Zeit ist mir Belohnung genug. Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern. Aber gut, worüber möchtest du reden? Wyvern interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr ihm mehr darüber erzählen? Oh, ein wahres Kunstwerk, dieses Schwert. Charon hat eine horrende Summe verlangt, aber ehrlich gesagt hätte ich ihr sogar Radim überlassen, um es zu bekommen. Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent jenseits des Horizonts. Dort wird es nur von den Meistern der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden sollte. Ihre Waffen lassen daher gar keine andere Art des Kampfes zu. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten Hieb bricht die Klinge. Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in ihrer Vergänglichkeit. Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Eine ausgezeichnete Frage. Mit einem Wetzstein, wie denn sonst? Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. 1000 Runden mit einem Stein, gefolgt von tausenden weiteren. Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Schärfe verleiht. Er besteht aus einem Mineral, das in Valisthea nicht zu finden ist. Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast. Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Vielen Dank. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit ist, aufzubrechen. Oh, in der Tat. Ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch ich darf keine Zeit verlieren, damit man es mir nicht unter der Nase wegschnappt. Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie euch? Viel zu viele. Doch nur einen betrachte ich als ernstzunehmenden Rivalen. Lord Byron Rosfield. Dieser schreckliche Mann ist wie ein spitzer Stein im Schuh. Was ihr nicht sagt. Leb wohl, Wyvern. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Radim, genug getrödelt. Lord Ignaz scheint euch regelrecht ins Herz geschlossen zu haben, werter Wyvern. Ich danke euch erneut für die Hilfe. Sofort, Milord.
Ich eile. Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut. Mal sehen, ob Schledorn was mit dem Wetzstein anfangen kann. Tja. Schledorn. Mal schauen, ne? Aber, warte mal, da bin ich ja jetzt. Da ist die, warte. Alte Schulden. Was ist das jetzt hier nochmal? Müde Knochen. Ach, komm, machen wir das mal eben. Okay. Und die Schulden abgeben. Ich weiß halt nicht, also, mal schauen, ob das, vielleicht doch interessanter ist als gedacht. Clive, wir haben dich nicht erwartet. Da geht es mir genau wie euch. Aber ich höre, wir schulden dir noch eine ganze Menge Geld für deine Hilfe beim Wiederaufbau. Wahrscheinlich nicht, was du erwartet hast, aber würdest du als Zahlung das hier akzeptieren? Ein Sternrubin? Der ist viel zu viel wert. Mindestens das Doppelte eurer Schulden. Mehr sogar mit dem richtigen Käufer. Behalte den Rest als Zinsen. Zinsen? Wenn das rauskommt, wird sich niemals wieder jemand auch nur einen Gil von mir leihen. Außerdem, warum kommst eigentlich du damit zu mir? Sowas macht doch Otto. Muss seine Hoheit jetzt schon selbst seine Schulden begleichen gehen? Brombeer hat sich wohl zu Tode gearbeitet. Mehr oder weniger. Manchmal glaube ich, dass das Versteck nur dank ihm noch steht. Alles beim Alten, ne? Damals, als das Versteck noch kaum mehr als eine von Sids abenteuerlichen Ideen war, soll er sich als allererstes an Otto gewandt haben. Ihm war wohl klar, dass der Plan ohne Ottos starke Arme und kühlen Kopf scheitern würde. Sid war vielleicht das Aushängeschild, aber Otto war schon immer das Rückgrat. Und als Sid nicht mehr da war, hatten wir Angst, wie es weitergeht. Dass Otto einfach aufgibt. Sein Tod hat alle getroffen. Aber sicher niemanden mehr als Otto. Er hat aber nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil sogar. Er war es doch, der dich überhaupt als Sids Nachfolger nominiert und die anderen überzeugt hat. Er muss etwas in dir gesehen haben. Dasselbe, das er in Sid sah. Und wer tut das nicht? Zum Glück bist du sogar nur halb so stur und doppelt so stattlich wie er. Noch dazu hast du gute Freunde. Das scheint mir auch so. Okay, anscheinend erfahren wir noch mehr auch über Sid, ne? Wahrscheinlich auch über Otto. Na gut. Ach komm, wisst ihr was, wir nehmen die einfach jetzt ganz normal mit rein, oder? Dann gehen wir jetzt für die Mission für Torwell. Genau. Die weisen Antilopen. Warte mal, hier müsste, glaube ich, auch ein Monster sein, noch, was mir fehlt. Bereit? Hier in den Sümpfen, wenn es die Sümpfe sind. Glaube. Oder? Ja, das ist er. Schnell weg, Ambrosia! Bring dich in Sicherheit, meine Schöne! Secreto! Secret! Oh oh! Di-di-di-di-di! So nah an Marthas Rast könnte das Böse enden. Hatten wir den Stier bei den Hörnern. Hier drüben! Scheiße, Mann! Let's go! Let's go! Direkt im Feuer, Super Saiyajin, Turbo-Modus rein! Power
Feuerfaust! Feuerfaust! Und weiter drauf. Fass! 15.000 Schaden. Oh Mann, ey. Enttäuschend. Komm doch. Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Hallo! Also wirklich, also manchmal. Wirklich. Ja. Torgel, du kannst auch ausweichen, Mann. Siehst du? So weicht man aus. Ey, das krasse ist, der hat dich einmal erwischt und du kommst da nicht mehr raus aus der Prügelphase, ey. Hast du gesehen, Torgel? Lerne vom Herrchen, ey. Jo! Ey, du kommst dann nicht mehr raus, wenn er dich einmal hat in dieser scheiß Kombo. Jetzt finishen wir ihn. Ende im Gelände jetzt hier. Du Frechdachs, du. Weg mit dir, du Schuft. So, gut, haben wir den auch erledigt. So. Jetzt können Marthas Gäste beruhigt schlafen. Okay, Torgal. Schneller! Schneller, Ambrosia! Ambrosia! So, 5 Gil, ey, das ist entscheidend. 160.000 haben wir jetzt, oder was? Schon da? Allein, ha? Oh, ist fast wie ein Real Life. Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Kohle machen soll, ey. Aber da sind es wahrscheinlich nicht mal 160.000 Cent, ey. Was sind 160.000 Cent? 1.600 Euro, glaube ich, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Tja. So ist es halt, ne? Was sollen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir wieder zu Hause sind, im Versteck, müssen wir unbedingt auf jeden Fall die ganzen Tränke auffüllen. Wäre ich eine riesige Antilope? Ist das dein Ernst? Hau mal ab, Alter. Geh mal weg jetzt. Da sind sie doch. Größere finden wir sicher nicht. Hast du Hunger, Torgal? Ey, yo. Sehr gut, du kannst auch mal ein bisschen was hier für deine. Für dein Futter machen, oder? Sehr gut. Einfach auf den Boden zerlegt, die Drecksau. So. Gut. Mal sehen, ob dir das schmeckt.
Das deute ich mal als ja. Dann müssen wir uns wohl bei Hippokrates bedanken. Weißt du, was du bist, Torgal? Ein riesiger Welpe. Du kannst den Knochen ruhig mitnehmen, Torgal. Charon wird sich freuen zu hören, dass du wieder frisst. Komm, Junge. Süß, süß, der Kleine. Bist du groß geworden? So. Jetzt müssen wir... Wohin? Ah. Nordstedt. Isabella. Isabelle. Auch echt schade, irgendwie, die Stadt sieht zwar relativ standardmäßig aus für so eine Mittelalterstadt, aber trotzdem sieht ja gut aus, wisst ihr, was ich meine? Und trotzdem sind wir irgendwie gefühlt nur 20 Minuten oder so gewesen im gesamten Spiel. Was soll ich bloß ohne Parfum und Puder machen? So, schauen wir mal. Isabel, ich habe etwas für dich. Ach so? Womit habe ich das verdient? Meine Güte. Clive, du hast dich wirklich selbst übertroffen. Otto hat mich beauftragt. Wir möchten damit unsere Schulden begleichen und uns für die lange Wartezeit entschuldigen. Oh, du enttäuschst mich, Clive. Ich dachte, du findest endlich Gefallen an mir. Otto kann seinen Tand behalten. Das habe ich ihm doch schon letztes Mal gesagt. Er schuldet mir gar nichts und ihr anderen auch nicht. Ich habe von Herzen gern beim Wiederaufbau des Verstecks geholfen und ich würde es wieder tun. Sieh ihn als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast ihn dir verdient. Bitte, nimm ihn an. Meinetwegen. Und für Otto. Für uns alle. Für all die Hilfe. Er ist wirklich schön. Oder? Also gut. Ich bin froh, dass Otto dich hat, Clive. Nichts könnte jemals seinen Sohn ersetzen. Aber du und die anderen im Versteck, ihr seid für ihn fast wie eine Familie. Er hatte einen Sohn? Früher, ja. Ich habe gehört, dass er ihn im Kindesalter verloren hat. Sid hat sich die Schuld daran gegeben. Ich weiß nichts Genaues, ob er denn etwas hätte tun können. Aber es lag ihm schwer auf der Seele. Das wusste ich nicht. Wie solltest du auch? Das tun die wenigsten. Außer Sid kenne ich niemanden, der seinen Schmerz in derart unerschütterlichem Schweigen erträgt. Wirklich eine Unart, wo sie doch beide schon immer von so guten Freunden umgeben waren. Ich verstehe, was du meinst. Ich sollte Gautier Bescheid sagen, falls er noch lebt. Okay. Otto. Das sind doch dann... auf jeden Fall wieder coolere kleine Nebenmissionen. So, okay, gehen wir erstmal hier müde Knochen ab, würde ich sagen. Ihr beide wart ja ganz schön lange unterwegs. Wart ihr draußen spazieren? So in der Art. Ah, Mollys Reste waren ihm also nicht mehr gut genug. Unser kleiner Torgal ist zum Feinschmecker geworden. Schon gut, ich hab verstanden. Irgendwie treib ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich hab etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen?
Darfst du, ausnahmsweise. Ach, und richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Das machen wir aber gleich. Erstmal hier mit unserem Schledon reden. Da bin ich wieder. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Hast du mir etwa das Schwert mitgebracht? Nein, etwas Besseres. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld, da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Nein, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur, gönn dir auch mal eine Pause. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Okay. Boah, Junge, da gibt es aber ganz gute Erfahrung. Excalibur! Excalibur Bauplan, Junge. Geil. Jetzt ist die Frage, ne? Clive. Haben wir die auch? Und was darf sein? Excalibur, tatsächlich. Boah. Sollte eine Weile halten. Sollte eine Weile halten! Galleartige Masse, ja, gut, Stärke. Was das? Boah, Junge, sieht das geil aus. Nice. Richtig nice. Excalibur. Okay, ich würde sagen, wir handeln jetzt noch die ganzen Nebenmissionen ab hier und dann ist aber auch Schluss. Die Folge ist ja ein bisschen länger und als sonst, aber dann ist die Jagd gelaufen. Haben wir alles. Ziemlich erfolgreich. Wie immer lagt ihr mit euren Vermutungen richtig. Und Torgal ist mittlerweile wieder ganz der Alte. Sehr gut, sehr gut. Und ich soll euch von Charon grüßen. Dank euch hat sie eine Sorge weniger. Ah, da fällt mir ein. Nach eurem letzten Besuch habe ich über Torgals Kräfte nachgedacht. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Jills Rolle bei Torgals Verwandlung? Ihr sagtet, dass sie seine Kräfte geweckt hat. Genau das. Ich hielt es für plausibel. Doch mittlerweile sind Zweifel bei mir aufgekommen. Wisst ihr,
Der Fenrir aus der Legende diente einzig und allein Shiva. Auch er verfügte wohl über beeindruckende Kräfte. Und doch waren sie wohl etwas anderer Natur als das, was ihr bei Thorgal beobachtet habt. Was wollt ihr damit sagen? Dass Thorgal nicht nur mit einer Esper resoniert, sondern mit mehreren. Denkt doch, er ist nicht nur Jills Gefährte. Treu begleitete er auch euch, eurem Bruder und einst sogar Sid. Das heißt, die Nähe zu mehreren Espern hatte Folgen für Thorgal. Er hat sich auf sie eingestimmt. Und es wurden immer mehr, dank der Domini, die ihr besiegt habt, Clive. Ich kann nur spekulieren, wie all das Thorgal beeinflusst hat. Er war in letzter Zeit wilder als sonst. Das überrascht mich nicht. Vermutlich wird er noch wilder. Wir können von Glück reden, dass er unser Verbündeter ist und nicht einer unserer Feinde. Er ist mehr als das. Er ist ein Freund. Okay. Thorgal. Krawalls Reichssehne. Oh. Aber das ist auch ein Anhänger nur. Geringfügig vor allen Dingen. Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Oder? Natürlich werde ich das anlegen. Wahrscheinlich. Sag mal, Thorgal, wenn er angreift, der macht da vielleicht 60-70 Schaden pro normalen Schlag. Als wenn ich das dann reinnehme für geringfügig, was auch immer das heißen mag. Nee, Thorgal, lass mal gut sein. Du hilfst zwar, aber du bist jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Aspekt, warum wir glorreich aus den Kämpfen hervorgehen. Das ist immer noch Jill, wie wir gehört haben. Bei dem Fight für ihre Rache. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Liegt ja nicht an Clive alles eigentlich überwiegend, aber. Ja. Gautier, du weilst noch unter uns. Dann hat Charon den Rubin angenommen. Also ist es so. Ich hab's versucht. Aber sie hat ihn rundheraus abgelehnt. Sie hat ihn mir beinahe an den Kopf geworfen und gesagt, ich soll mir doch den blöden Stein sonst wohin stecken. Charon wollte keine Bezahlung. Vielleicht habe ich sie beleidigt. Du warst sicher höflich wie immer. Ich rede mal mit ihr. Oh, mein Retter. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Okay, also wieder zurücklatschen. Na gut. Wie viele Punkte brauche ich jetzt hier eigentlich? Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Kupka? Ich dachte, sein Tod würde etwas ändern. Wenn ich die Augen schließe. Höre ich immer noch Yaras Stimme, wie er zu uns flüstert, dass wir weglaufen sollen. Wie er schreit, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich zu lenken. Seine Worte haben uns das Leben gerettet, das werde ich nie vergessen. Es ist genau, wie er gesagt hat. Worte sind unsterblich. Und seine Leben in mir weiter. Sie haben mein Leben verändert und seit jenem Tag wollte ich mich bei ihm dafür bedanken. Aber ich weiß nicht wie. Ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Wenn er nur hier wäre. Um sie mir zu sagen. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Das haben wir für dich bekommen. Also in ein... Viel Glück da draußen, 0,2 Sekunden direkt die Stimmung gewechselt. Ja, gut. Ja, ey, wie gesagt, der Spruch ist immer noch schön. Worte überdauern die Zeit. Das ist ja real so. Real. Sowohl gute als auch schlechte. So. Machen wir das jetzt noch und dann schauen wir mal. Hallo, Charon. Ich höre, dir hat unser Angebot nicht gefallen. Wäre dir eine Rückzahlung in Gil lieber? Rückzahlung? Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwem was geliehen hätte. Möglicherweise habe ich 1-2 Myriaden zum Versteck beigesteuert. Aber das waren Spenden. Und was für eine Wohltäterin fordert ihre milden Gaben zurück? Natürlich waren sie das. Trotzdem wäscht eine Hand die andere. Und dem Versteck geht es jetzt besser. Den Dank eines zum Prinzen gewordenen Bettlers wirst du doch nicht ablehnen. Ach? Wir sind jetzt also ein Prinz, ja? Na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur meinen Anteil behalten. Den Rest bekommt ihr, verstanden?
Wo hast du ihn überhaupt her? Ein guter Händler könnte für einen Sternrubin gut 1000 Milliarden bekommen. Und ein Gewitzter würde behaupten, er stamme direkt vom Gürtel von Sid, dem Geächteten, persönlich und das Doppelte verlangen. Ich glaube, mir fällt auch schon eine Käuferin ein. Vielleicht kennst du sie sogar. Eine Dame von Übersee, deren Schönheit nur von ihrem Händlergeschick übertroffen wird. Stört dich doch nicht? Keineswegs. Lass sie nur wissen, dass wir immer gern mit ihr Geschäfte machen. Wie ich höre, hast du alle 3 Rubine übergeben. Und das dank ihm hier. Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Da fällt mir ein, ich warte immer noch auf meinen letzten Monatslohn. Oh, was man dir schuldet, merkst du dir, ja? Setz dich gefälligst hin und steh ja nicht auf, bevor die Bücher im Reinen sind. Sofort. Den kenne ich doch. Tust du, ja. Sehr gut sogar. Der einzige Kelch, den Sid je benutzt hat. Aus Gewohnheit. Oder weil der Dreckspatz zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Ich weiß so wenig über ihn. Wie fast jeder. Martha und Madame scheinen einiges mit ihm erlebt zu haben. Das haben sie. Wie lange kanntest du Sid, bevor er... Bevor er starb? 20 Jahre, ungefähr. Früher war ich Zahlmeister auf einem Handelsschiff. Von da kenne ich ihn. Er war mit an Bord nach... weiß nicht mehr. Und weil es nachts sonst nichts zu tun gab, haben wir zusammen rumgetrunken, bis mich die Morgenglocke wieder zur Arbeit gerufen hat. Kurz darauf habe ich gekündigt, weil ich nämlich eine junge Frau geschwängert hatte. Aber Sid und ich sind Freunde geblieben. Wir wollten irgendwann nochmal gemeinsam auf See. Das war, bevor das Schicksal es anders mit mir meinte. Der Sohn, der mir geboren wurde, stellte sich als Träger heraus. Und das war unmöglich zu verstecken. Hätte deine Familie nicht... Meine Familie wollte den Kleinen gar nicht. Das kleine Monster sollte nur weg. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Einfach so vergessen. Und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen das konnten. Zum Glück dachte Sid genau wie ich. Und er war an meiner Seite, als ich die Welt nur noch brennen sehen wollte. Er hat für mich geweint, als ich selbst keine Tränen mehr hatte. Er hat geschworen, dafür zu kämpfen, dass das alles aufhört. Und er hat sein Wort gehalten, hat Valut den Rücken gekehrt. Sein Rang, sein Einfluss, weg, war ihm egal. Er hat alles aufgegeben, um gegen ein Unrecht zu kämpfen, das dem Rest der Welt nicht mal bewusst war. Da wusste ich, ihm werde ich folgen, bis ans Ende aller Tage. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Hat ihn aber nicht abgehalten. Er hat immer fest an das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Und ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben, damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert.
Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's? Ignoriere einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Das ist Sids Handschrift. Lieber Otto. Ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt. Ohne dich. Du bist der Beste, Brombeer. Dieser Brief. Hm? Was ist damit? Sid hat recht. Ohne dich werden wir verloren. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser. Wenigstens einmal bevor. Aber warum auch? Ich hätte ihn doch sowieso nur wieder angeblafft. Und das stimmt nicht, was ihr sagt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Ich gebe nur manchmal einen kleinen Schubs, wenn nötig. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg. Soll Gautier übernehmen? Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Sid hätte gewollt, dass du ihn hast. Aber das... Der hier reicht mir völlig. Danke. Für die kleine Aufmunterung. Ich werd's wieder gut machen. Hast du schon. Okay, Leute. Haben wir das auch abgehakt. Sitzkelch. Oh Mann. Das war doch dann doch schön, oder? Dass wir noch ein bisschen mehr über Otto und über Sid erfahren haben. Das kann man denn doch mal machen, oder? Auch wenn es nur eine normale Mission war. Gut, ich würde sagen, wir machen hier aber Schluss. Ein bisschen längere Folge, damit wir das jetzt hier alles unter einen Hut bringen. Dann machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall sofort weiter mit der nächsten Hauptmission. Ich hoffe, da geht es dann auch wieder richtig ab. Wir haben jetzt wirklich sehr viel Nebenkram gemacht in dem Part. Eigentlich nur... Und die letzten beiden Parts hatten wir halt zwar Hauptmission, aber hatte ich auch schon gesagt, das war jetzt nicht unbedingt das Stärkste am Spiel. So, also, wir hören uns beim nächsten Mal, seid gerne am Start, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss!